Brille. Ich? Ich dachte, ich? Ja. Ist das deine Freundin? Nee, meine Frau. Ah, Entschuldigung. Sorry, das hätte ich nach Nummer gefragt. Oh, okay, ist deine Frau? Ja. Schön, wie lange seid ihr schon verheiratet? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, schön. Wie lange wart ihr davor zusammen? 8 Jahre. Puh, hast du lange gebraucht, Alter. Cool, und wo habt ihr euch kennengelernt? Im Kindergarten. Seid ihr 11? Ihr habt euch im Kindergarten kennengelernt? Ja, wir waren beide Praktikanten und... Ach, ich dachte jetzt, wir waren beide in der Igelgruppe. Wir haben uns im Puppenhaus gesehen, ich habe ihr was vorgelesen, sie hat mir was vorgelesen. Okay, ach, ihr habt beide im Kindergarten gearbeitet? Ja. Okay, und wie ist das denn entstanden? Ich meine, vor den Kindern schämt euch. Schau mal kurz in die Bauecke. Bau dir kurz ein Schloss. Oder wie war das? Nee, wir haben, ja. Digga, wie willst du jetzt aus dieser Situation rauskommen, dass ihr euch neben 4-Jährigen kennengelernt habt und jetzt verheiratet seid? Da muss ja schon gefunkt haben, Alter. Ich meine, es gibt Regeln. Frag Özcan und... Was habt ihr gemacht in der Ruhephase, Alter? Die Kinder schlafen. Okay, warte. Habt ihr einer Gruppe? Ja, noch schlimmer, Alter. Ihr habt euch nur in der Pause gesehen? Ja. Ah, diesen Moment so, hey, wie geht's dir? Ah, voll gut. Danach gehst du mit Bauchkribbeln 5 Stunden arbeiten. Du so, hast gar kein Bauchkribbeln, ich muss kacken von der Lasagne. Oh nein, sie kommt, ich hab gekackt, scheiße, was mache ich jetzt? Moni war drin, ich wollte es nur sagen, aber... Scheiße. Ey. Scheiße. Ja, und wer ist auf wen zu? Und wie? Sie ist auf mich. Sie ist auf dich. Ja. Und alle Kinder so. Hoch sollen sie leben. Hoch. 5-mal hoch. 3-mal reicht. Fertig. Oder wie? Sie ist auf dich zugekommen. Ja. Cool. Nach der Arbeit immer haben wir miteinander geschrieben. Ich habe mich anderthalb Jahre davor gesträubt. Hab gesagt, du bist zu jung und alles. Und, ja. Wie alt ist sie? Jetzt 27. Du? 32. Ja, damals war sie 11, er 14. Damals war sie 16, ich war 22. Deswegen. Das hört sich echt schlimm an, das stimmt. Schäm dich. Ne, aber guck mal, 16, 22 hört sich krass an, aber 27, 32 denkst du, voila, perfekt. Ja. Oder? Ja. Schön, und dann seid ihr zusammengekommen, als du 23 war. Und sie 16,5. Der so, egal, 23, Jordan, ist eine gute Zahl.